Hi Freunde, Von der Liberty hat vor einigen Tagen eine Roadmap rausgebracht über all die Inhalte, die jetzt die uns erwarten, die noch kommen. Und ich habe gedacht, wir gucken uns das einmal gemeinsam an, damit ihr nichts verpasst, damit ihr auch wisst, NCSoft und Amazon Games sind da auch dran und die haben schon ein bisschen was an Content für uns vorbereitet, damit ihr wisst, was auch an Halloween auf uns zukommt. Genau, und zwar handelt sich das Ganze um die Herbst 2024 Inhalts-Roadmap. Die wurde von der Liberty veröffentlicht. Da haben sie nochmal beschrieben, dass es halt eine der wichtigsten und kniffligsten Aufgaben ist, den richtigen Rhythmus für die Veröffentlichung von Inhalten zu finden. Deswegen haben wir ja jetzt diese Aufteilung momentan. Ihr habt ja hier unten eine Aufteilung, wann welcher Content momentan kommt. Für die Leute mit Early Access, mit Frühzugang. Das Ganze, die sind immer 5 Tage vor uns. Die haben für den Early Access bezahlt. Die kriegen 5 Tage vorher schon so ein bisschen was von Content. Und am Ende werden wir dann contentmäßig zusammengeführt. Ihr könnt hier alle Meilensteine einmal sehen, wann was kommt, wann welcher Boss freigeschaltet ist, welcher Segenstein, wann die Erzbosse kommen, wann welche Open World Dungeons aufgehen und. Ganz viel. Und am Ende werden wir dann irgendwann alle zusammengeführt. Dann sind wir alle auf einem Content-Level. Und dann sollten auch die Server-Transfers freigeschaltet werden für die Leute unter euch, die jetzt vielleicht neu angefangen haben im Free-to-Play-Release und deren Freunde im Early Access angefangen haben. Sobald wir auf einem Level sind mit dem Content, wird Amazon die Server-Transfers aufmachen, dass ihr auch mit euren Leuten auf dem Free-to-Play-Server starten könnt. Da könnt ihr rüber transen oder ihr trans auf den Early Access-Server. Das ist dann möglich, sobald wir mit dem Content ganz zusammengeführt sind. Und das ist wahrscheinlich, so wie es aussieht, erst in 2-3 Monaten vielleicht so. Weil wir sind hier immer noch 5 Tage, wir haben hier immer noch 5 Tage Unterschied. Und bis dahin geht jetzt derzeit die Roadmap. Also ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Aber so in 2-3 Monaten sollte es möglich sein, dass ihr da mit euren Freunden auf einem anderen Server zusammenspielen könnt. Genau, und zwar hat Throne of Liberty im ersten Punkt nochmal gesagt, dass eine der wichtigsten und glücklichsten Aufgaben ist, den richtigen Rhythmus für die Veröffentlichung zu finden. Wenn wir an die offene Welt von Solisium denken, wollen wir sicherstellen, dass sie sich lebendig anfühlt, indem wir neue Erfahrungen hinzufügen. Wir haben unsere Roadmap so angepasst, dass jeden Monat mehrere Updates mit neuen Inhalten für euch verfügbar sind. Um den Trend zu neuen Erfahrungen fortzusetzen, legen wir den Schwerpunkt auf Live-Updates und saisonale feiertagsbezogene Inhalte in der Welt von Solisium. Keine Sorge, wir glauben immer noch, dass große Veröffentlichungen und Updates für ein Spiel, insbesondere für ein MMO, etwas Magisches haben. Deshalb planen wir etwa alle 3 bis 4 Monate eine große Veröffentlichung zu machen, die eine Meta-Verschiebung, neue Hauptsysteme oder andere wirkungsvolle Erfahrungen mit sich bringt, um ein Ereignis zu schaffen, das sich die Community versammeln kann. Unser erstes großes Update ist für Dezember geplant. So, wir haben hier einen weiteren Punkt, das ist der Ansatz zur vertikalen Entwicklung. Viele von euch, die es vielleicht nicht wissen, From Liberty gibt es schon länger. From Liberty gibt es jetzt dann demnächst fast schon ein Jahr in Korea. Und deswegen sprechen die hier von der vertikalen Entwicklung. Also Korea und Europa laufen ja jetzt momentan. Deswegen müssen sie so ein bisschen gucken, wie sind die verschiedenen Stände. In Korea gab es seit der ersten Veröffentlichung von Throne of Liberty mehrere Aktualisierungen und Verbesserungen der Spielerleistung. Zu diesen Verbesserungen gehört zum Beispiel die Ausrüstung der Klasse 2, das Runensystem und die Eigenschaftsresonanz zusammen mit der Substanzumwandlung. Wir möchten zunächst genauer beobachten, wie sich die Spieler im Spiel entwickeln, bevor wir entscheiden, wann diese Systeme veröffentlicht werden sollen. Es gibt jedoch ein paar Sachen, die wir euch jetzt schon verraten können. Wichtig für uns hier ist, Ausrüstung der Klasse 2 wird nicht mit der Veröffentlichung von 2-Sterne-Dungeons eingeführt, wie es in Korea der Fall war. Derzeit haben wir ja graues Gear, was ihr von Anfang an kriegt. Ihr habt grünes Gear, ihr habt blaues Gear und wir haben lila Gear. Und in Korea gibt es das lila Gear auch als Epic 2. Das ist diese Ausrüstung der Klasse 2. Und die ist damals halt in Korea mit den 2-Sterne-Dungeons gekommen. Das sind nochmal die Dungeons, die wir jetzt derzeit haben, nur ein bisschen stärker und ihr kriegt andere Belohnungen. Scheinbar ist es aber nicht der Fall, dass wir diese Epic 2-Ausrüstung mit den 2-Sterne-Dungeons kriegen. Auch das Runensystem und die Eigenschaftsresonanz, die kommen nicht gleichzeitig. Es wird interessant. Hier steht auch leider nicht drin, wann das Ganze kommt. Da können wir jetzt nur abwarten, wann Amazon das Ganze announcen wird, wann das Ganze bei uns veröffentlicht wird. Wichtig ist für uns nur, dass wir erstmal uns nicht drum kümmern müssen. Wir können erstmal in lila Gear reingehen. Wir können lila Gear für uns grinden, unser Bild anpassen. Und wenn dann diese 2-Sterne-Dungeons kommen, müssen wir keine Angst haben, dass jetzt direkt lila Gear der Stufe 2 kommt. Genau, zusätzliche Inhalte. Wir haben eine ungefähre Vorstellung davon, wann wir einige größere Updates für das Spiel erwarten. Aber wir möchten uns die Zeit nehmen, die beste Gelegenheit zu finden und sie sowohl mit Daten aktiver Spieler als auch mit Feedback zu bestätigen. Wenn möglich, werden wir Änderungen, die das Gesamterlebnis verbessern, ohne die Spielerfahrung zu gefährden, zum Beispiel Updates durch Lebensqualität, so schnell wie möglich veröffentlichen. Ein gutes Beispiel für diesen Ansatz sind die Spezialisierung, eine Funktion, die wir in unserer Startversion aufgenommen haben, weil wir der Meinung waren, dass sie das beste Spielerlebnis bietet. Diese Spezialisierung ist ja das, was ihr ab Level 15 bekommt, wo ihr noch extra die Runen reinpacken könnt in die Skills, womit ihr die Skills verändern könnt und besser machen könnt. Das war vom Start in Korea nicht da. Das ist jetzt, Gott sei Dank, bei uns beim Europastart mit dabei gewesen. Das ist auch so ein Quality of Life Ding. Schön, dass die das mit reingenommen haben bei uns. Müssen wir mal gucken, was sie dann bei uns noch anpassen werden. Was zum Beispiel jetzt in Korea kommt, was für das Overall-Spiel gut ist, so kleine Funktionen. Kann sein, dass sie dann trotzdem, auch wenn wir hinter Korea so ein bisschen hinterherhinken, dass sie die bei uns mit reinpacken. Einfach damit wir ein besseres Spielerlebnis haben, auch wenn wir noch nicht auf dem Content-Stand sind. Es gibt auch einige weitere spannende Inhalte, die wir derzeit in Zusammenarbeit mit NCSoft im selben Zeitfenster weltweit veröffentlichen. Der erste davon wird das Halloween-Event sein. Wir haben noch weitere Überraschungen, die wir in den zukünftigen Roadmaps verraten werden. In
diesem Zusammenhang wollen wir uns mit den Inhalten befassen, die nach dem Start verfügbar sein werden. Genau, also Chat, es gibt ein Halloween-Event wird es geben, jetzt im Oktober. Da sind auch schon, ist ein Skinset gelegt, was ich euch ganz gerne zeigen möchte. Und zwar reden wir von diesem Skinset hier, was meiner Meinung nach sehr, sehr geil aussieht. Ich bin Heiler für Bogen und Buch, was sehr sick aussieht. Ich bin momentan so ein bisschen überlegen, ich bin euch ehrlich, ich möchte ganz gerne Crossbow und Dagger spielen. Muss ich mal gucken, wie sich das Ganze so verhält. Die Skins an sich sind unglaublich nice, sehen sehr gut aus, die Skins. Ihr könnt mir ja mal gerne unten reinschreiben, was ihr davon haltet, von den Skins, ob da euer Geldbeutel so ein bisschen weinen muss. Traurig ist. Also ich finde es sehr cool. Vor allem ist es jetzt seit Throne Liberty, gibt es jetzt seit einem Jahr und bisher ist es jetzt das erste regionale Event so, was irgendwie in Richtung Weihnachten, Ostern, Halloween geht und dafür finde ich, die Skins sind sehr, sehr gut geworden und ich freue mich auf Halloween. Ich bin begeistert, wirklich. Der nächste Punkt ist Oktober. Im Oktober werden viele Inhalte über unser Meilenstein-System freigeschaltet. Das Meilenstein-System ermöglicht es euch, nach Abschluss bestimmter Server weiter Ziele, nach einer bekannten Zeitplan mit neuen Inhalten zu interagieren. Genau, ihr habt ja, wenn ihr in-game seid, könnt ihr einfach auf Escape drücken. Das sind diese Meilensteine, von denen die reden. Ihr habt hier vorne bei Content, bei den Inhalten, habt ihr einen Punkt, der heißt Milestones. Da seht ihr, in welchem Meilenstein ist jetzt gerade euer Server, was muss gerade gemacht werden. Wir sind zum Beispiel gerade hier auf dem Early Access Server bei Meilenstein Nummer 4, dann hier bei dieser Quest. Und da könnt ihr dann unten auch sehen, was jetzt derzeit freigeschaltet ist. Wir haben jetzt gerade diesen Vier-Boss bekommen, wir haben einen Guild Raid bekommen, neue Peace Events, es gibt einen neuen Dungeon. Als nächstes kommt dann Sarodoma Island. Dann haben wir hier vorne noch, dann wird 5. 6. Floor aufgemacht, was sehr gut ist, weil ich brauche Gear daraus. Ganz dringend. Und hier kommen dann nachher noch ein paar Rift Zones. Das ist dieses Meilensteinsystem, das sich nach und nach der Content freischaltet, je nachdem. Und den finde ich echt, ehrlich gesagt, sehr, sehr gut. Also es ist so ein bisschen, man hat immer was zu tun. Es ist jeden Tag, den man sich einloggt oder jeden zweiten Tag, gibt es neue, tolle Sachen, die man machen kann. Es ist nicht zu stressig, dass Leute, die jetzt viel arbeiten müssen oder die nicht so viel Zeit haben für Throne, jetzt krass hinterherhängen. Aber es ist auch noch genug zu tun für die Leute, die wirklich hart grinden, die stundenlang drin sind, täglich drin sind. Die haben trotzdem noch genug zu tun und immer wieder neue Sachen. Also es ist wirklich momentan. Momentan fühlt sich das so an wie diese sehr, sehr gute Balance zwischen beiden. Es ist so die goldene Mitte. Genau, das ist dieses Meilensteinsystem, von dem die hier reden. Wir haben durch Spielerdaten und Feedback gelernt, dass das bisherige Tempo des Meilensteinsystems für unseren Start nicht geeignet war. Für diejenigen, die mit dem Tempo des ursprünglichen Starts in Korea vertraut sind, wir haben das Tempo mit den meisten Inhalten freigeschaltet werden, deutlich erhöht. Auf jeden Fall, ich glaube, wir haben bisher fast jeden Tag irgendwas Neues gehabt, oder? Es hat sich fast jeden Tag irgendwas Neues freigeschaltet. Das war crazy. Unser Ziel ist es, einen Zeitplan für die Veröffentlichung von Inhalten bereitzustellen, der es euch ermöglicht, in einem angemessenen Tempo voranzukommen und neue Inhalte freizuschalten. Unabhängig davon, wie viel Zeit ihr in dem Spiel widmen könnt. Wir möchten ein Gleichgewicht schaffen, bei dem wir aktive Spieler nicht ausbremsen, aber gleichzeitig andere Spieler nicht überfordern. Genau, das, was ich meinte, bringt ihr nicht so viel Zeit mit, kommt ihr trotzdem noch hinterher. Ihr seid ja auch ein bisschen begrenzt. Ihr könnt nur 3 Dungeons am Tag laufen, nur so und so viel Open World Dungeons und es gibt halt immer was Neues. Außerdem steht im Oktober unser erstes saisonales Event an. Macht euch bereit für ein brandneues Gruselabenteuer. Genau, das ist das Halloween-Event-Chat. Wenn ihr euch erinnert, das Halloween-Event, von dem ich gesprochen hatte. Solysium verwandelt sich in ein Paradies für Süßes oder Saures und verbindet vertrautes Gameplay mit unheimlichen saisonalen Wendungen. Wie bereits erwähnt, werden diese Inhalte weltweit im selben Zeitraum veröffentlicht, sodass ihr dieses Ereignis ohne Spoiler, außer diesem, erleben könnt. Okay, das ist cool. Also wir hängen zwar, die Launch-Server hängen 5 Tage hinterher von den Early-Access-Servern. Die Early-Access-Server sind 5 Tage voraus. Die haben schon den Content für, der in 5 Tagen kommt, so nach dem Motto. Aber scheinbar ist dieses Halloween-Event global. Also wahrscheinlich dann Korea zur gleichen Zeit, Early-Access zur gleichen Zeit, Release zur gleichen Zeit. Das ist sehr cool. Wir werden im Laufe des Monats näher auf alle Inhalte eingehen, die euch im Oktober erwarten und detaillierte Versionsnummern für jeden unserer Updates auf unserem offiziellen Throne Liberty Kanal veröffentlichen. Open World Bosse. Feldbosse und Erzbosse sind 2 der Hauptbosse, denen ihr in Solysium begegnen werdet. Feldbosse sind mächtige Bosse, die in ganz Solysium zu finden sind und wertvolle Belohnungen droppen. Genau, das sind derzeit die Bosse, die wir haben hier. Das sind die Feldbosse, von denen ich spreche. Die Erzbosse oder genau, die Erzbosse, die müssen erst noch kommen. Die werden später im Monat erscheinen. Diese extrem mächtigen Gegner können einmal pro Woche besiegt werden, um wirkungsvolle Ausrüstung und Belohnung zu erhalten. Genau, für die Leute unter euch, die Korea nicht gespielt haben, diese Erzbosse, die heißen Arkbosse normalerweise und die droppen Arkboss-Waffen, also Erzboss-Waffen. Und das sind mit die teuersten Waffen in Korea, die ihr haben wollt. Die werden von 700 bis 1500 Euro gehandelt für die Leute, die bei euch swipen, die Wale sind in solchen Spielen. So eine Erzwaffe zu besitzen, kann den ein oder anderen Fight für eure Gilde entscheiden. Also ihr wollt auf jeden Fall auch diese Erzbosse dann machen. Ihr wollt so eine Erzboss-Waffe, weil
Das wird nochmal krasser Content. Das ist cool. Also später im Monat erscheinen die Erzbosse. Da geht's richtig los. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Genau, dann gibt's hier noch die Meilenstein-Freischaltung im Oktober. Da hat Throne uns einmal so eine Tabelle gemacht. Ihr seht hier mal Frühzugang. Das sind die Early Access Server. Seht ihr, 26.09. Da hat das Ganze angefangen. Und rechts sind die Launch Server am 1.10. Das sind die Free-to-Play. Wie gesagt, Frühzugang ist immer 5 Tage voraus. Heißt, da hatten die schon die ersten Events. Und da könnt ihr, wenn ihr Bock habt, auf der Seite direkt immer sehen. Wir sind jetzt heute beim 7.10. Heißt hier, heute ist Arsch gerade. Heute haben wir gar nichts. Aber ihr seht ja mal, wann ist der Content für euch frei. Also wann schalten die nächsten Sachen frei, die ihr braucht. Hier unten fängt dann der erste Erzboss an. Der kommt am 26.10. oder am 21.10. für die Early Access Spieler. Und der letzte, Tevent, der kommt am 25.10., 30.10. Und irgendwo dazwischen müsste dann das Halloween-Event sein. Also wenn ihr Bock habt, verlinke euch die Seite unten. Dann könnt ihr hier mal sehen, welche Milestones, welche Events stehen bei euch derzeit an. Genau, noch wichtig für uns ist hier der Dezember-Part. Im Dezember gibt es das erste große Update für Fallen Liberty. Da kriegen wir das erste riesige Update. Dann voll mit wichtigen neuen Inhalten. Mit einer Menge aufregender Erfahrungen und Abenteuer, auf die ihr euch schon jetzt freuen könnt, werden wir euch im Herbst einen detaillierten Einblick geben. Also wir kriegen im Herbst nochmal Infos, was ihr von unserem ersten großen Update erwarten könnt. Schaut also nach dem Start auf unserer Webseite und unseren sozialen Netzwerken vorbei, um mehr zu erfahren. Also das wird noch interessant. Es gab jetzt letztens schon in Korea eine Roadmap für Korea. Die möchte ich euch ganz gerne einmal zeigen. Und zwar hat NCSoft eine Roadmap veröffentlicht. Für Throne of Liberty in Korea zwar, aber es ist schon mal sehr interessant für uns auch zu wissen. Und zwar betrifft das Ganze die nächsten 6 Monate, die jetzt kommen in Throne of Liberty Korea. Ja, das Ganze fängt im Oktober an mit Artefakten. Wir kriegen Artefakte, was auch immer das sein soll. Wir wissen nur, dass das Ganze auf jeden Fall neue Set-Bonis geben soll, die den Charakteren mehr Breite bringen. Ebenfalls veröffentlicht wird dann die Nebula Island. Das ist eine 24-7 PvP-Zone. Also ihr könnt euch da im FFA 24-7 bekriegen im PvP. Es soll auf Nebula Island soll es auch kleine Safe-Zones geben, dass ihr da euch treffen könnt, euch versammeln könnt. Das wird so ein bisschen was an PvP-Content, was noch kommt. Es wird einen neuen Arc-Boss geben, sowie das Halloween-Event, was uns erwartet. Das kriegen wir allerdings auch. Das ist nicht nur für Korea, das ist global. Das kommt halt auch im Oktober. Das betrifft uns genauso. Dann im November, ebenfalls für die PvP-Spieler unter euch, wird es Wargames geben. Also instanzierte Battlegrounds, so Schlachtfelder im 12 gegen 12, 24 gegen 24, sowie 48 gegen 48 Setup. Da könnt ihr euch dann auch bekriegen, ein bisschen planter. Ist ein bisschen größer als die derzeitige PvP-Arena. Ist auch eine sehr geile Möglichkeit. Für die PvE-Leute unter euch wird es die Challenge Dungeons geben. Das heißt, da werden wahrscheinlich irgendwelche Missionen erfüllt werden müssen oder irgendwelche Achievements. Auch sehr cool. Wir sehen hier schon direkt bei dem Bild, dass da mehrere Bosse sind. Also es wird ein bisschen was Größeres. Ja, das ist das, was für November geplant ist. Im Dezember wird es dann richtig crazy. Wir haben das allererste Jubiläums-Event von Throne Liberty. Für alle unter euch, die es nicht wissen, Throne Liberty wird im Dezember 1 Jahr alt. Also Throne Liberty ist im Dezember 2023 released worden in Korea. Und da gibt es auf jeden Fall ein ganz großes Jubiläumsevent. Ich bin sehr gespannt, was NCSoft da für uns bereitstellt. Ebenfalls kriegen wir eine neue Waffe im Dezember. Es ist schon so ein bisschen angeteasert und geleakt, dass es wahrscheinlich der Speer sein wird. Wird sehr interessant, wo sich der Speer einfinden wird nachher. In welcher Waffenkombi der gespielt wird. Ob das Speerdagger wird, ob das Speerbogen wird. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich auf jeden Fall. Kann auch sein, dass wir vollkommen falsch liegen und es kommt eine ganz andere Waffe. Das müssen wir sehen. Wir wissen auf jeden Fall, im Dezember kommt in Korea schon mal eine neue Waffe. Wann das Ganze bei uns kommt, ist sehr unbekannt. Also da müssen wir auf jeden Fall noch lange drauf warten. Ist so interessant zu wissen. Daran arbeiten die schon an neuen Waffen. Das ist sehr cool. Ebenfalls gibt es eine Erweiterung der Mastery- und Honor-Systeme sowie ein Guardian-Leveling-System, was auch immer damit gemeint ist. Also da kommen noch ein paar neue Systeme. Ein paar Systeme werden angepasst, werden erweitert. Die sind da aktiv dran. Es gibt eine Fischenzyklopädie. Das heißt, für die Fischer unter euch, ihr kriegt ein bisschen mehr dafür, für euren Beruf. Da wird noch dran gefeilt und dran geschraubt. Und es soll auch noch geheime Kochrezepte geben. Also ich komme von New World vorher. Also alles, was mit Life Skills zu tun hat, fand ich schon immer cool. Wenn Throne Liberty da noch ein bisschen mehr macht, dass man auch für die Fischer und für die Sammler und für die Köche unter euch, dass ihr ein bisschen mehr zu tun habt, das ist schon sehr cool. Weil das gehört auch so ein bisschen zu einem guten MMO. Gehört so ein bisschen Life Skilling auch mit dazu. Also da kommt auf jeden Fall ein bisschen was in Korea immerhin schon mal. Im Quartal 1 2025 wird es dann richtig krass. Da kriegen wir, also da kriegt Korea den 12-Spieler-Raid. Für alle unter euch, die sich mal gefragt haben, das ist ja doch voll cool, warum macht Throne Liberty nicht einen Raid? Der kommt.
der komplette Korea in im ersten Quartal 2025 12 Leute und sind wir mal gespannt. Ebenfalls kommen Einspieler-Dungeons, das heißt, wahrscheinlich geht ihr da alleine rein und die Bosse sind hoffentlich angepasst. Das ist auch eine coole Möglichkeit. Wird ebenfalls dann Belagerungen geben, die über die Server hinaus funktionieren. Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich mit eurer Gilde gegen Gilden von anderen Servern kämpfen, wie auch immer das vonstatten gehen soll. Also alles in allem, wir wissen nicht ganz genau, wann es kommt. Wir haben noch ein bisschen was an Content aufzuholen. Es ist nur sehr, sehr cool zu wissen, dass Amazon jetzt so ein bisschen den Regler drehen kann, wann wir welchen Content bekommen. Parallel dazu macht NCSoft immer noch mehr Content. Das heißt, für die Leute unter euch, die jetzt denken, boah, was soll ich denn machen? Und man kennt eigentlich schon alles vom Game. Es kommt noch sehr viel auf uns zu. Also in diesem Game hier, wir sind noch lange nicht am Ende. Es wird immer noch entwickelt. Es kommt immer noch Sachen dazu. Wir sind gerade mal an dem Anfang von Throne jetzt in Europa. Und ich glaube, wir haben eine richtig geile Zeit. Ich glaube, es wird richtig cool. Da kommt ein bisschen was Großes auf uns zu. Genau, das war's soweit. Ich wollte euch anbei einmal einen kleinen Überblick geben, was demnächst bei uns kommt und was wir vielleicht in einem Jahr oder so erwarten können, dass da auch in Korea immer noch gekocht wird von NCSoft, dass da noch weiterentwickelt wird. Das war's ansonsten schon. Ich will euch nicht länger aufhalten. Ich würde sagen, ich sehe alle eure wunderschönen Gesichter beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.